So, Ladies and Gentlemen, so gesehen Stream Part 6, auf YouTube müsste es, glaube ich, Part 11 sein. Wir sollten ja noch ein paar Goblin-Lager auslöschen, befreien. Wobei ich gerade sehe... Lass uns doch auch mal kurz noch in die Höhle hier unten gehen, aber warum habe ich die jetzt nicht noch gemacht? Ach, weil die verschlossen ist, das macht Sinn. Es wurde jetzt auch gelöst, es gibt Fallschaden. Das habe ich mich schon seit Anfang an gefragt, kann man so tief fallen, wie man will? Nein, kann man nicht. Ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Hä? Wo siehst du ein Schloss? Ja. Hallo Homura. Endlich mal eine Höhle, die man aufschließen kann. Die andere konnten wir nämlich nicht öffnen. Öffne dich, mein Freund. Das sollte ich untersuchen. Lumos. Lumos. Das würde übrigens schaden, dass Lumos ausgeht, wenn man Reveal. Okay, es ist vielleicht storytechnisch oder na, gameplay-technisch macht das Sinn, dass der eine Zauber aufhört, wenn der andere aktiviert wird. Kann ich nicht Lumos mit meinem Finger machen? So. E.T.-Style? Lumos! Nach Hause! Telefonieren! Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Da waren wir schon drauf, mein Freund. Bereuen, hier zu sein. Die landen momentan nicht verfügbar. Eins von Renrocks Lagern. Genau wie Madame Bowman sagte. Dieser Tag ist schon viel zu lang. Die Zauberer haben Angst. Zu Recht natürlich. Petrificus total. Reise wie ein Grappel. Die Zauberer haben Angst. Zu Recht natürlich. Was würde ich für eine schöne Tasse Pilztee geben? Ein lästiger Mensch weniger. Die Zauberer haben Angst. Zu Recht. Ich bin so... Mein Gott. Arresto Moment.
du bezahlen. Ins Hemd. Da muss er erstmal runterkommen. Ah, eine schwebende Laterne hinter mir wäre eine richtig gute Geschichte. Erledigt. Eins übrig. Hallo, fahrender Wagen. Rebellion. Also meinen Stream auf dem anderen Rechner mitlaufen lassen. Normalerweise mache ich den ja immer auf Pause. In meinem Twitch-Dashboard, damit ich auch mal meine Drops kriegen kann. Da ist nämlich immer das Problem. Wenn du selbst der Streamer bist, normalerweise lässt er den Stream nicht mitlaufen. Auf dem Streaming-PC. Nee. Wie unverschämt. Witzig ist, dass die Kobolde mich wirklich ein bisschen an Goblins aus WoW erinnern, wie ich sehe, wie die hier alles abholzen. Weniger Nachtisch. Du wirst bereuen, hier zu sein. Ein lästiger Mensch weniger. Anhänger Revelio. Beide Lager erledigt. Madame Bowman wird sich freuen. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Nach einem alten Magieort. Revelio. Hallo. Befindung im Tempel. Revelio. Revelio. Hier geht's noch tiefer. Revelio. Das war auch nicht der ganze Weg. Da drin sind noch mehr. Achso, den hatte ich nur übersehen auf der Leiter. Leiter nicht, sondern die zwei Ebenen da hoch.
Das hat doch nichts mit Cheaten zu tun, wenn ich mit dem Besen da hochfliege. Das sind meine Möglichkeiten. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Ich vermisse das geschäftige Treiben. Hallo, Madame Beaumont. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Sie haben sie davongejagt? Wie? Es war schwer und sie haben sich gewehrt, aber ich hab's geschafft. Ach, ich wünschte, mein Bruder hätte das vermocht. Dann wäre er vielleicht noch bei mir. Ich bin Ihnen wirklich dankbar. Sie haben für Bardolf getan, was ich nicht konnte. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Was verkaufen Sie? Wonach suchen Sie genau? Danke vielmals. Alles, was Sie haben. Aber Sie haben leider nur Müll. Wunderbar. Davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen. Bam, 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 bam. Ich möchte nichts Grünes tragen, da kann ich keine Eigenschaften drauf machen. Ich danke für den Besuch. Oh, hallo. Ich kann nicht fassen. Ich danke vielmals. Das könnte ich für ein neues Instrument haben. Jetzt bin ich im Spiel verloren, ich habe Trinkgeld gegeben. So, Kräuterkunde besuchen. Wir müssen auch Garnhof besuchen, weil wir haben ja für Garnhof, wie heißt er denn? Moonpie? Nee, Moonpie hieß der nicht. Hier ist bestimmt so ein Krötending. Kröten habe ich schon gesammelt. Wir haben ja ein paar neue Tiere in der Tasche, auch ein Einhorn. Moonkalb. Wer hier wohl gelebt hat? Rivelio. Auf geht's nach Hogsmeade. Hier darf man zum Beispiel nicht fliegen. Warum auch immer. Das wird zu weit zu laufen. Lass es doch lieber reisen. Keine Angst, Biscuit. Ich finde schon eine... Garnhof. Ich habe Biscuit. Wirklich? Ist sie verletzt? Hatte sie Angst? Geht es Ihnen gut? Nee, hieß Biscuit. Steht ja in der Mission drin. Biscuit und mir geht es gut. Ich konnte sie problemlos retten. Oh, ein Glück. Bei Wilderern rechne ich immer mit dem Schlimmsten. Ich kann es kaum erwarten, sie nach Hause zu bringen. Ich vermisse ihre anmutigen Tänze. Ah, so schön. Schön, dass sie jetzt sicher in Sicherheit ist. Sie bei mir. Sie freut sich bestimmt, nach Hause zu kommen. Das erleichtert mich ungemein. Oh, meine süße kleine Biscuit. Mein weißes, edles Mondkalb. Und hier ist ihre wohlverdiente Belohnung. Wie ich schon sagte, sie haben mir neue Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Sie haben mir einen Funken Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Biscuit und ich sind ihnen ewig dankbar. Wingardium Leviosa. Das ist ja das richtige Bewegen von Gegenständen, während die levitiert werden.
Revelio. Ah ne, du bist auch in Stufe 2 Schloss. Alohomora. Wenn du ganz kurz sagst, sieht doch eigentlich aus wie ein Stufe 1 Schloss. Revelio. Ich denke mal, es öffnen sie übrigens einfach alle Schlösser vom Haus dann, weshalb man durch eine andere Tür wieder rein kann. Hast du der Butterbierdame schon geholfen? Ich bin gerade auf dem Weg zur Butterbierdame. Es wird ihm noch leid tun, mich ausgeschlossen zu haben. Sir, ist alles in Ordnung? Danke der Nachfrage. Mein Name ist Ackley Barnes. Und nein, ganz und gar nicht. Ich plane gerade meine Rache gegen meinen einstigen Geschäftspartner, einen teuflischen Schwindler namens Alfred Lawley. Er hat mich aus unserem Kräuterbedarfsgeschäft verdrängt, als es gerade Fahrt aufnahm. Er meinte, ich sei zu explosiv. Dem zeige ich mal explosiv. Das muss frustrierend für Sie gewesen sein. Ja, das war es. Schrecklich. Ich bin eben leidenschaftlich bei der Arbeit. Arroganter Narr. Er kann auch leidenschaftlich sein. Und daran werde ich ihn erinnern, indem ich ihm seinen geliebten Besitz nehme. Eine Venemosa Tentacula, die er aus einem Samen züchtete und die der Grundstein unseres Geschäfts sein sollte. Ich komme nicht mal in die Nähe, wenn Ruth Singer mich wie ein Augury beobachtet. Sicher auf Lawleys Bitte hin. Aber ein Kind würde niemand verdächtigen. Was halten Sie davon, schweren Pflanzendiebstahl zu begehen? Sie sagten, Mr. Lawley war mal Ihr Geschäftspartner. Woran haben Sie gearbeitet? Ich hatte die Idee, eine Venemosa Tentacula zu einer Art Wachpflanze abzurichten, die auf Befehl hin angreift. Wir erlebten einen Rückschlag, als sie Lawleys Kniesel fraß. Danach warf er mich aus dem Geschäft, dieser visionslose Narr. Warum brauchen Sie gerade Mr. Lawleys Venemosa Tentacula? Nun, wenn ich sie habe, hat Lawley sie nicht. Ergo kann ich mein Geschäft starten und er muss von vorn beginnen. So töte ich zwei Schnatzer mit einem Stein. Was ist sonst noch in Mr. Lawleys Keller? Lawleys gesamter Kräuterkundebedarf. Eine beachtliche Sammlung. Füllen Sie ruhig Ihre Taschen, wenn Sie dort sind. Das sollte ihn ablenken und ich kann mit meinem Geschäft loslegen. Ohne Konkurrenz. Ich besorge Ihnen die Venemosa Tentacula. Ich sehe, Sie haben ebenfalls ein gesundes Gerechtigkeitsempfinden. Nehmen Sie so viel Kräuterkundebedarf, wie Sie nur möchten, während Sie da sind. Ich möchte lediglich die Venemosa Tentacula. Nicht vergessen, ich brauche nur die Venemosa Tentacula. Vergesst das nicht. Ich muss wohl Mr. Lawleys... Das muss es sein. Das ist der Keller. Ich muss die Venemosa Tentacula finden. Revelio. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Was geht? Halt! Pflanzendieb! Ich dachte, ich könnte ihn ausschalten einfach, aber nein, geht anscheinend nicht. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen.
bin schon pisst, weil ich das nicht aufsammeln kann hier. Immer diese Ratten. Wo ist die Venemosa Tentacula? Revelio. Der kommt jetzt eh bestimmt in dem Raum hier. Viele Spinnen. Ein Wunder, dass sie noch nicht das ganze Haus übernommen haben. Konflikt! Du musst eine Treppe zum Drüberlaufen. Ich habe die Venemosa Tentacula. Jetzt sollte ich zu Mr. Barnes zurück. Incendio! Meine Brandbestimmungen sind nicht die besten. Revelio. Beziehungsweise mein Umgang mit Feuer in geschlossenen Räumen. Ich habe eine Pflanze vergessen, das ist nicht schlimm. Ich pflanze selbst an. Alohomora. Der Keller ist doch nicht so groß wie das Dorf. Der ist einfach so groß, weil es keine Bauaufsichtsbehörde gibt in dieser Welt. So wie man es vielleicht kennt von der normalen Welt. Sie schon diese Freundin von mir von diesem ehemaligen Freund abholen? Hallo, Mr. Barnes. Ich habe die Venemosa Tentacula. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz plötzlich fort ist. Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Ich nehme sie Ihnen gern ab. Gern. Ich bin echt froh, sie los zu sein. Ich werde Gallionen über Gallionen machen. Und Lolly geht derweil unter. Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zonkus. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn er das nächste Mal in den Keller geht. Ihr seid total die nicht zwielichten Leute. Ich habe euch gerne geholfen.
Privelium. Ah, gut. Hallo, hab ich habe mich gerade gedacht, so Oma bestimmt auch ein Schloss, das habe ich das nicht mitgenommen. Aber es kann ja auch inzwischen knacken. Der Keller nennt sich auch die TARDIS. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Prevelium. Privatzimmer in den drei Besen. Das Privatzimmer im Wirtshaus drei Besen ist ein vom Hauptraum des Lokals abgetrennter Bereich. Hogwarts Professoren wissen es zu schätzen, einen eigenen Raum zu haben, in dem sie sich versammeln können, ohne auf Schüler zu treffen. Es ist nicht überraschend, dass auch die Schüler es zu schätzen wissen, dass die Lehrer ihren eigenen Raum haben. Dann warten wir mal eben das Nachtwirt. Du gehörst mir, Demigeist. Ich weiß noch nicht, wie viele Demigeister ich habe, aber es sind bestimmt noch nicht 8, die ich benötige, um Stufe 2 Schlösser aufzumachen. Wobei es natürlich schön wäre. Schön, dass Sie hier sind. Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's. Was immer Sie auch vorhaben. Ich... natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield zu helfen. Ich kenne Mrs. Sprottle. Ich habe mit ihr über ihre Freundin Claire Beaumont gesprochen. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum hat Mrs. Brottle einen Vorrat an Mega-Power-Tränken? Dot ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Mega-Power-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Warum haben Mr. und Mrs. Brottle ihre Briefe noch nach so langer Zeit? Dot fand sie beim Ausräumen eines Schranks, einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie dort von mir. Mal doch wieder nach Norden. Da waren wir doch auch schon so gesehen. Na, wenigstens habe ich dann die Nebenmission schon mal erledigt. Ah, Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Sprottle?
Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Mit der hatten wir auch schon zu tun. Schön, Sie wiederzusehen, Mrs. Sprottle. Sirona Ryan bat mich, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich Sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Sprottle. Ach, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke, wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Sirona sagte, dass sie in den Sommerferien immer bei ihnen gewohnt hat, als sie noch in Hogwarts war. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn sie und ihre Freunde uns besucht haben, wie sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Erinnern Sie sich zufällig, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei, aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Danke, Mrs. Sprottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Wie weit? Ach, 100. Das können wir laufen. Oh, meine Beine tun so weh. Ich kann es doch nicht laufen. Mrs. Sprottle erwähnt hat. Komm, bring uns ins Zentrum. Wir finden uns. Revelio. Gegeben. Aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Ich sollte mich mal umsehen und die Schachtel mit den Briefen suchen. Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Sprottle wird sich freuen. Revelio. Wir haben dir auch schon alle Horklumpe gegeben. Confringo. Lumos. Incentive. Die Ladezeiten von Forspoken gefallen mir besser. Ist auch so. Forspoken hat eine neue Technik, die Ladezeiten nahezu negiert.
Das ist schon eine coole Sache. Das weiß man auch nur zu schätzen, wenn man es erlebt hat. Komm, trink! Entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Zu spät. So eine Scheiße. Richtig, Stinker. Das war echt knapp. Revelio. Puh. Don't kick my ass. Das Geile ist einfach, du musst ihn auch umlaufen einfach. Ich denke so, scheint nicht so gut zu funktionieren, wie ihr euch das vorgestellt habt. Komm, trink! Revelio. Revelio.
Die Kiste ist über uns. Ah, da sind ihre Briefe. Meine liebe Sirona, als ich hier ankam, befiel mich das beunruhigende Gefühl, dass ich in vielerlei Hinsicht nicht wie die anderen Erstklässler war. Ich muss gestehen, ich habe mich sogar gefragt, ob Hogwarts überhaupt der richtige Ort für mich ist. Darüber nachgedacht, meine Eltern per Eule zu bitten, mich abzuholen, bevor auch nur die erste Schulwoche vorbei war. Wie konntest du all das bloß erkennen? Ich nehme an, dass du nicht insgeheim ein Legilimens bist. Oder Linens. Und doch schien es mir so, als kanntest du meine Gedanken oft besser als ich selbst. Ich werde niemals vergessen, wie du mich eines Tages in den drei Besen gesehen hast, wie ich in einer Ecke kauerte und regungslos auf ein nicht angerührtes Butterbier und ein Stück Pergament starrte, während mein Federkiel den Boden über und über mit Tinte volltropfte. Du hast dich zu mir gesetzt. Ich entsinne mich, dass ich mich plötzlich so erleichtert fühlte, als hätte jemand einen Schwebezauber auf mich gewirkt, weil du mir erzählt hast, wie aufgeregt du warst, als du nach Hogwarts gekommen bist. Ich sah dich ungläubig an und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass du jemals jemand anderes gewesen sein solltest, als die selbstbewusste und zuversichtversprühende Hexe, die vor mir saß. In den folgenden Tagen hatte ich Zeit, fasziniert zu verfolgen, wie du ganz ohne Magie alles und jeden deiner Umgebung in deinen Bann gezogen hast, indem du einfach vorbehaltlos akzeptiert hast, wer sie waren und wer du warst. Plötzlich ging mir ein Licht auf. Mir wurde klar, dass ich mir an dir ein Beispiel nehmen könnte. Jetzt, da sich meine Schulzeit dem Ende neigt, kommt mir das ängstliche erste Schuljahr, das ich durchlebt habe, unendlich weit entfernt vor. Ich weiß, dass ich das heute nur so schreiben kann, weil du dich selbst in diesem verzweifelten Geschöpf in einer Ecke des Wirtshauses erkannt und mir deine Hand gereicht hast. Immer die deine, Mirabelle. PS, bitte sage Mrs. Sprottle, dass ich sie und Mr. Sprottle immer noch besuchen will, sobald ich kann. Ich freue mich auf anregende Gespräche und, wie ich schamlos zugeben muss, auf ihre unvergleichlichen Kesselkuchen. Rebellion. Liebe Sirona, ich habe dieses winzige Geschenk als Ausdruck meiner Dankbarkeit für dich hergezaubert. Wärst du nicht während des Trainings letzte Woche für mich eingetreten, hätte ich das Team vielleicht ganz verlassen. Aber jetzt haben wir den Quidditch-Pokal gewonnen. Ravenclaw wäre nicht dasselbe ohne dich. Meine liebe Sirona, ich habe auch an Mr. und Mrs. Sprottle geschrieben, aber ich fühlte mich verpflichtet, auch meinen Dank an dich mit Feder und Tinte auf das Pergament zu bringen. Was für eine fantastische Abwechslung wir doch vom Alltag im Schloss hatten. Ich werde wohl nie vergessen, wie wir über diesen ulkigen Gnom gekichert haben. Hat er wirklich geglaubt, er würde singen? Mrs. Sprottles Fleischpastete war einfach umwerfend. Ich werde noch Tage davon träumen. Ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll, dass du mich mitgenommen hast. Ich muss dich aber warnen, das heißt nicht, dass ich es dir beim Spiel nächste Woche leicht machen werde. Du weißt genau, dass Ravenclaw dieses Jahr keine Chance gegen Slytherin hat. Voller Dankbarkeit, Philomea. Mena. Das müssen Sironas Briefe sein. Liebe Sirona, alles gut zum Geburtstag, meine liebe Freundin. Ich habe mich in die Küche gemogelt und Fanky gebeten, die Waldbeerencreme zu machen, die du so gerne magst. Sie hat sich sehr gefreut und gibt sich besonders viel Mühe. Ich weiß allerdings nicht so genau, woher sie zu dieser Jahreszeit Himbeeren nehmen will. Diese Fanky ist wirklich genial. Bess. Ich sollte diese Schachtel zu Sirona bringen. Liebe Mrs. Sprottle. Sie wollte sie zurückhaben. Mutter und Vater waren hocherfreut zu hören, dass wir den letzten Samstagnachmittag zusammen bei Besenknecht verbracht haben. Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich sogar, dass meine Mutter uns etwas beneidet. Ich werde wohl nicht so bald vergessen, wie herzlich wir über meine kläglichen Versuche lachen mussten, mein neues Kleid zu schnüren. Was für eine Herausforderung. Mit der hochkomplexen Kunst, eine Hutnadel richtig zu verwenden und dabei weder Hut noch Kopf zu verletzen, geht es mir ähnlich. Aber alles, was wir ausgesucht haben, gefällt mir wirklich ausgezeichnet. Und ich habe es Ihnen zu verdanken, dass ich mich nun wie eine unverschämt gut gekleidete Hexe fühlen kann. Es war auch ein denkwürdiges Erlebnis, in den drei Besen zu essen, ohne die Tische putzen zu müssen. Eines Tages werde ich auch so eine Gaststätte besitzen. Sie können mich beim Wort nehmen. Ich bin überaus dankbar, dass Sie und Mr. Sprottle entschieden haben, mich bei Ihnen aufzunehmen. Meine Eltern geht es in dieser Hinsicht ganz genauso. In Dankbarkeit, Sirona. Ich glaube, das ist alles. Revelio. Confringo. Tja,
da lebst du nicht lange noch für, um es gegen, also mit mir aufzunehmen. Verdammt, ich merke gerade, wie ich einen Pickel kriege. Kennt ihr das, wenn man schon merkt, dass es unter der Haut spannt? Richtig kacke. Du hast schon. Ja. Ja. Probier diesen Expelliarmus-Quatsch. Wie viele Hecken kennst du? Was hast du gegen Arresto-Moment. Ins Hemd. Revelio. Wenn das Lager schon direkt um die Ecke ist, kann man es auch eben kurz mitmachen. Ja, mein Butterbier. Bringen wir mal ihre Briefe zurück. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Revelio. Ah ne, da ist ein Dreierschloss dran. Das sehe ich schon an dem Umriss. Dass das Schloss so riesig ist. Du bist ein Einser. Alohomora. Revelio. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Wo? Nicht hier unten. Und wieder den ganzen Tag rumsitzen. Du gehörst mir, Demigeist. Der Demigeist, also Demigeist ist das Einzige, was wirklich wichtig ist, um die Schlösser aufzukriegen. Hallo, Sirona. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Brottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Ich habe mich über einige der Briefe gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. In einem der Briefe wird ein Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black die Absage dieses Jahr nie verzeihen. Ich vermisse es, Ravenclaw anzufeuern. Ich sah einen Brief von einer Mirabelle. Ist das Professor Garlic?
Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird dir sicher nichts ausmachen, dass sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabelle stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Sprottle. Sie scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jeder andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich einige Hürden überwinden lassen, sagen wir es so. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Sprottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. Schön, dass wir für die Tanzperson im Spiel auch wirklich Aufträge machen. Dass das nicht nur einfach ein Charakter ist, der so ein bisschen reingebuttert wurde, sondern dass der auch wirklich, sag ich mal, eine Hintergrundgeschichte hat. Charakterin. Und es fügt sich einfach gut in die Welt ein. Gehen wir zum Kräuterkundeunterricht, weil dann können wir endlich das Bewegen von Objekten lernen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Revelio. Das ist immer noch der Topf, den ich bepflanzt habe, mal. Confrito! Professor, wie kamen Sie dazu, Kräuterkunde zu lehren? Nett, dass Sie fragen. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Pflanzen. Daher ist meine Arbeit hier ein wahr gewordener Traum. Nach meinem Abschluss bat man mich, für meinen ehemaligen Kräuterkunde-Professor einzuspringen. Er hatte nämlich einen kleinen Unfall. Er war sicher untröstlich. Aber für Sie war es ein Glücksfall. Nun, er hat sich nie wirklich um die Pflanzen gekümmert. Das konnten Sie spüren. Sie wären überrascht, wie scharfsinnig eine Pflanze sein kann. Jedenfalls begann der Ärger, als er eines Tages einen Wiggenbaum anschnitt. Zu seinem Pech verbarg sich in den Blättern ein Bowtruckle. Sie erinnern sich sicher an die wunderbaren Geschöpfe, die einem Zweig ähneln. Der kleine Kerl stach dem Professor ziemlich heftig in die Augen. Das war sicher schrecklich. Für den Professor vermutlich auch. Und da haben Sie als Professorin für Kräuterkunde übernommen? Nicht ganz. Nach 3 Wochen im St. Mungo-Hospital erlangte er ein klein wenig Augenlicht zurück. Er bestand darauf, ins Gewächshaus zurückzukehren. Innerhalb einer Woche hat er, angeblich aus Versehen, einen chinesischen Kaukohl getreten. Und schwupps war er wieder im St. Mungo. Was für eine Pechsträhne. Er tat mir natürlich leid, aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Mitleid mit dem Kohl hatte. Nach seiner Entlassung hatte sich seine Gleichgültigkeit gegenüber Pflanzen in Verachtung verwandelt. Er verlor das bisschen Geduld, das er noch hatte, mit einer besonders temperamentvollen Venemosa Tentacula. Und, tja, die daraus resultierende Beurlaubung dauert bis heute an. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist. Und Sie jetzt Kräuterkunde unterrichten. Sehr lieb von Ihnen. Ich liebe diese Gärten und helfe meinen Schülern gern beim Wachsen. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Einen schönen Tag noch. Oh, und nicht vergessen, seien Sie nett zu Wiggenbäumen. Ich denke, von der Lehrerin kriegst du alles, was du willst. Alles, was natürlich wächst. Rap.
Das war aber ein sehr netter Unterricht. Wunderbar, dass wir uns wiedersehen. Ich habe meine Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Natürlich stelle ich mich gut an. Sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgarbe. Dann können wir eigentlich die, glaube ich, letzten Aufgaben von Merlin auch machen. Kontrolliere die Position mit deinen Bewegungen und verwende hierzu, Steuerkreuz oben, unten, links, rechts, um die Distanz und Rotation einzustellen. Sehr gut. Üben Sie ruhig weiter, Winkler. Aber denk mal auf diesen Podesten, wo wir die Würfe gesehen haben. In den Nebenraum gestellt. Da musst du die Würfe wahrscheinlich doch drehen. Contrinko! Revelio! Revelio! Warum gibt's hier noch Kisten, die ich nicht geleert hatte? Naja, nicht schlimm. So, was haben wir noch auf der Weltkarte offen? Da ganz unten. Der Händler in Irondale scheint über etwas verärgert zu sein. Ich sollte mich vorstellen und sehen, was da los ist. Hatte ich in Irondale unten schon die Statue gesammelt? Oh, hier können wir auch mal kurz zwischenreisen. Menschen! Revelio! Da muss er drin sein. Revelio. Oh, Rüstung, Sammlung. Ah ne, ist aber Sammlung. Schade, ich dachte, ich könnte das Rüstung in mein Zimmer reinstellen. Die Kobold-Anhänger vertrieben? Hallo, Mr. Seen. Habe ich alles gemacht. Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Eine Diebin namens Catherine Haggerty läuft frei herum. Eine Erschwinderin. Sie stiehlt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Die Leute haben genug. Catherine versteckt sich südwestlich der Stadt. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Gib mir einfach zwei Tränke mit. Eine sehr gute Wahl. Ah ne, den behalte ich ja. Aber wir machen Kleidungsanpassung nur, wenn ich im Raum der Wünsche bin, weil ich dann direkt die Kleidung auch upgraden kann. Revelio.
Was haben wir denn hier? Ich hoffe, das Haus, wo wir den, also die kleine Statue finden. War ich nicht hier schon drin? Natürlich, die Kiste ist doch zu. Offen. Ich habe mir wahrscheinlich gedacht, hier sind aber viele Einbrecher unterwegs, die stellen unser Haus leer räumen. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Revelio. Oh, die Statue kann man nur im Dunkeln sehen mit dem Zauber. Okay. Das habe ich noch nicht so wahrgenommen. Erlernen würden. Flipendo. Kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Sie nicht Renrocks Anhänger aus Lower Hogsfield verjagt? Ja, dachte ich es mir doch. Gut gemacht. Dankeschön. Ich tue alles für die Menschen, die ich nicht kenne. So, dann haben wir wenigstens alle Truhen und Sammlungen aus dem Dörfchen mitgenommen. Gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen? Revelio. Ich glaube, ich hatte die Mission dafür schon gestartet und dann bleibt die aktiv. Ah ja, stimmt, war es nicht die Kugel, die ich über den Zaun drücken musste? Können wir gleich nochmal kurz gucken. Jetzt gehe ich erstmal rüber ins Dorf und guck, wo die Statue ist. Ich will bessere Schlösser knacken können. Revelio. Ist es im schiefen Haus? Nö. Da oben ist sie drin. Natürlich auch wieder gesichert mit einem Schloss. Ich habe das schon verstanden, dass man die nachts nur sehen kann, weil die damit Magie gefüllt sind, was sie sonst nicht sind, den Tag über. Lieber Rasputin im Chat. Du gehörst mir, Demigeis. Revelio. Ja, das war das. Aber wir haben doch jetzt den... Erstmal hier hin. Wingardium Leviosa. Boah. Der Zauber ist ja eigentlich nur zum Drehen da, aber der ist einfach bedeutend stärker als der
Bewegungszauber. Ich kann den Stein auch hochheben ohne Probleme. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Das macht vieles einfacher. Übersichtskarte, verrat mir, ob ich alles in diesem Dorf gefunden habe. Ne, zwei Sammlungstruhen fehlen noch. Sie sind in diesem Haus und das hat ein Stufe 2 Schloss. Übrigens schön zu hören, also ich krieg ja richtig viel mit, wie viele Leute das Spiel spielen und darüber wirklich Spaß dran haben. Das gab's schon lange nicht mehr. Dass so viele Leute wie ich auch gleichzeitig bei Steam, bei mir von meiner Liste und so weiter und alle spielen Hogwarts Legacy. Es ist unglaublich. Wobei ich leider auch erlebt habe jetzt die Tage aus Streams von anderen Streamern, dass die mit der Thematik, die ja, sag ich mal, noch dahinter ist, ich will jetzt nicht zu tief darauf eingehen, jetzt nicht sehr schlau umgehen. Oder beziehungsweise kann ich da nicht nachvollziehen. Also man muss die Thematik ja nicht runterspielen, dass sie nicht existiert. Man muss halt sehen, das Produkt selbst ist halt nicht transfeindlich. Revelio. Der vorne Transcharakter hat sogar eine Geschichte, wie er sich entwickelt hat und dass ihm manche Leute geholfen haben und andere nicht. Und das nicht immer einfach war. Beatrice, eine Woche ist vergangen und Arnold ist noch immer nicht zurück. Ich muss ihn finden, sollte er vor mir zurückkehren. Ein gesegneter Tag. Ihr beide wartet hier auf mich, versucht nicht, mich zu finden. Wie sehr hoffe ich, dass unseren Jungen nichts zugestoßen ist und dass unsere Befürchtungen bezüglich der Bestien, die von schwarzer Magie heimgesucht werden, so unberechtigt sind, wie er behauptet, der Mod. Revelio. Das war auch schon alles, was ich dazu sagen wollte. Es war mir nur die Tage so ein bisschen gezeigt worden. Ich hoffe, du findest diesen Brief und bist mir nicht böse, wenn du ihn findest. Ich muss diese Jagd fortsetzen. Du und Mutter braucht das Essen. Ich werde in 1 bis 2 Tagen zurückkehren, sicher wie immer, mit reichlich Fleisch, dann werdet ihr erkennen, dass diese Bestien nicht von schwarzer Magie besessen sind, wie ihr behauptet. Seid unbesorgt, ich werde zurückkehren. Arnold! Der olle Footballschädel. Evil Greenie. Ich hoffe, das ist okay für dich im Chat, dass ich das Thema jetzt nicht weiter ausschmücken werde, weil... Weil alle Seiten haben ihre Argumente und... Wir sind halt gerade nicht im politischen Diskurs hier. Revelio. Ich habe das meiste zum Start des Let's Plays gesagt. War vielleicht nicht perfekt ausformuliert, aber das reicht dann. Ich wollte nur ganz kurz darauf eingehen, dass manche anscheinend eine ganz schöne Holzhammer-Mentalität haben. Incendio!
Das könnte gefährlich. Wingardium Leviosa. Du hast meinen Follow immer noch. Ist ja auch okay. Jeder wie er mag. Waren auch Leute hier, die haben gesagt, nö, ich kann dich jetzt nicht mehr folgen, weil du das Spiel spielst. Aber ich muss sagen, die Zahl ist eigentlich erschreckend gering von Leuten, die wirklich sagen, nee, ich kann das nicht akzeptieren, dass du ein Spiel spielst, was in keinster Weise transfeindlich ist, aber, sag ich mal, die Erschafferin des Universums, des Franchise, wohl anscheinend trans nicht eingesteht, dass sie selbstbestimmt, beziehungsweise, ach, jetzt rede ich ja doch mehr, als ich wollte darüber, aber ihr wisst, was ich meine. Was geht, Mr. Spider? Es ist ein super gutes Spiel, das muss man sowieso sagen. Und ich denke einfach so, sagen wir mal, ich wäre ein Kind, ne? Und ich würde mich entscheiden, boah, ich möchte jetzt Hogwarts Legacy spielen. Ich habe so viel davon gesehen und ich finde es total toll. Und bin auch immer noch ein Fan vom Franchise. Und dann entscheidet man sich, das zu spielen. Ich überlege dann, okay, wenn ein Kind dieses Spiel spielen würde, würde das in irgendeiner Form die Transfeindlichkeit eines Kindes jetzt fördern oder wäre es sogar positiv? Und ich denke einfach, dass dieses Spiel zum Beispiel, wie es halt mit der Thematik umgeht, keine Transfeindlichkeit bei irgendjemand erzeugen würde. Und das ist meine Überzeugung. Und ja, ich sage das so, wie ich das gerade meinte. Ich stelle mir vor, ich wäre, also man muss sich vorstellen, reinversetzen, was wäre, wenn ich ein Kind wäre und dieses Spiel spielen würde. Oder halt jugendlich. Aber genauso muss man sagen, dass manche Aussagen von J.K. Rowling nicht gut sind. Also nicht richtig, nicht modern. Nicht mehr zeitgemäß. Und man darüber mal diskutieren muss, in welche Richtung das gehen soll. Am besten schlägt man im Dunkeln zu. Es ist, als ob die Diener. Das Beste am Erpressen ist, wenn man dabei Cruciatus benutzt. Bevor ich dich. Du trägst den geklauten Kobolden ja gar nicht. Nichts mit dem Alter die zu tun. Sind jetzt sicher. Ich kann das schon nachvollziehen, warum J.K. Rowling so denkt, wie sie denkt. Sie kommt aus einer Gewaltehe, sie hat sich immer für Frauen eingesetzt, sie hat Gewalt von Männern gegen Frauen erfahren und deshalb kommt die auch auf den Trichter, dass ein Mann, der eine Frau, also sich als Frau identifiziert, aber nicht das, das ist ja keine Entscheidung, das ist ja, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht in dem richtigen Körper, du bist Frau eher als Mann oder umgekehrt. Das ist ja keine bewusste Entscheidung, sondern es ist einfach, ne, das ist halt ein Gefühl und dem wird nachgegangen und dementsprechend
wollen die Menschen mit ihrer richtigen Identität identifiziert werden und nicht, sage ich, mit der falschen. Wenn jemand zu dir kommt und du bist ein Mann und du sagst, boah, ich bin als Mann geboren und liebe mich als Mann, dann kommt halt die Situation, da fühlt sich auch angegriffen, wenn jemand kommt, du bist für mich kein richtiger Mann. Plötzlich, obwohl das genau das Geschlecht ist, mit dem du dich identifizierst. Und das macht das Ganze so ein bisschen schwierig. Und Rowling hat halt Angst, dass, sag ich mal, dass Männer, die, sag ich mal, immer noch alle Eigenschaften eines Mannes haben, halt als Frau die Safe Spaces der Frau verletzen. Und ich finde, das ist ein nachvollziehbarer Grund. Weil sie das einfach nicht vorstellen kann. Genieß doch einfach das Spiel. Okay. Arresto Moment. Incendio. Er tragt jetzt auf. Eine Sache noch, ich habe nämlich die Tage den Vater von einem Transgender-Kind kennengelernt. Also sein Sohn wurde als Frau geboren. Und der hat mir so erzählt, wie das halt alles ablief. Das hat nochmal so meine Sicht so ein bisschen geschärft auf die Dinge. Das war auch ein sehr gutes Geschenk. Also ein Geschenk sei jetzt. Ein sehr krasser Zufall. Weil ich wusste das gar nicht. Und dann habe ich halt über das Thema geredet und dann kam so, ja, mein Sohn, der ist als Frau geboren worden. Ich kann dir gerne erzählen, wie das alles so war bei uns. Und das war ein sehr cooles Gespräch. Auch super dankbar, dass der mir so viel davon erzählt hat. Wo man aber auch merkt, dass so diese Radikalität von Twitter und so weiter einfach echt teilweise so weit weg vom Schuss ist. Diese von Wildern zum Gebrauch in Zaubertränken gestohlenen schwarzen Eier stammen von einer Doxy. Das ist ein magisches Tierwesen, das manchmal mit einer Fee verwechselt wird. Revelio. Alohomora. Ach, da ist ein Tier drin. Bei den Wilderern. Das kann ich bestimmt gleich mitnehmen. Retten. Levioso. Danke, Karsch, für das Feedback. Und das ist auch der Grund, warum ich finde, wenn ich bei Game 2 das Interview gebe zu dieser Thematik, weil ich das Spiel halt spiele, glaube ich schon die richtige Person bin, die das vernünftig wiedergeben kann. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Weil ich einfach kein Hardliner bin. Ich bin in keinem Bereich ein Hardliner. Selbst mit der Stellung, dass ich niemals AfD wählen würde, akzeptiere ich Leute, die AfD wählen. Weil sie kommen ihrem Recht nach, eine Partei zu wählen, die, ja, die nicht verboten ist. Die Game 2-Folge wird wahrscheinlich nächste Woche sein, die jetzt produziert wird. Ich kann dir leider noch nicht genau sagen, wann. Repar. Revelio. Wie gesagt, ich gebe morgen das Interview und kann auch noch nicht sagen, wie viel vom Interview dann drin sein wird, aber ich denke mal, die werden es nicht kaputt schneiden, es werden meine wichtigen Argumente drin sein und ich kann auch froh sein, dass Game 2 mich gefragt hat, ob ich das machen will. Die haben sich auch sehr bedankt, weil die meinen, das ist ein sehr aufgeladenes Thema und sag ich mal, da die Gegenseite zu vertreten, ist schon mutig. Wobei ich nicht finde, also ich finde das einfach normal. Ich habe mich schon mit vielen Leuten gestritten, also wird der Streit jetzt auch nicht mein letzter sein. Wobei es ist ja kein Streit.
Aber wenn die Tage Haufen aufgebrachte Leute in den Stream kommen oder in den Kommentarsektionen von meinem YouTube-Kanal, dann wisst ihr, wo das herkommt. Rebellion. Das kann nämlich auch ganz schön schief gehen, trotzdem. Ich erinnere an eine Spielshow, ich glaube, es war auch auf einem Funkkanal, wo die einen Fitnesstrainer und Ernährungsexperten irgendwie eingeladen hatten. Und der, sag ich mal, als Mann, der sportlich ist und früher, sag ich mal, auch übergewichtig über Body Positivity geredet hatte. Und meinte, du kannst ja nicht Body Positivity vorschieben, um... Da war auch eine Frau dabei, ich weiß nicht, ob es jemand von euch gesehen hat, die schon korpulenter war. Die ja meinte, die kann halt einfach Sieht nicht abnehmen. Aus. Das funktioniert alles nicht, das hat die versucht. Die geht ganz viel ins Fitnessstudio und alles und die bleibt trotzdem dick. Und das, da meinte er, sie kann ja nicht ihre schlechte Lebensart hinter Body Positivity verstecken. Also wenn keine gesundheitlichen Hintergründe dafür da sind, jetzt sehr stark übergewichtig zu sein, dann verstehe ich das schon, dass jemand so ungläubig wird dann sofort, weil man weiß halt auch, dass der innere Schweinehund sehr stark ist bei Menschen. Man soll natürlich nie zu niemand hingehen und sagen, Mensch, du bist aber jetzt eine Punkt, Punkt, Punkt. Guck dich mal an. Oh, wir machen jetzt echt heiße Themen hier auf, sehe ich gerade. I'm sorry. Und ja, ich weiß, manche Leute regen sich überhaupt und viele haben es gleich mitbekommen. Verzeihung, Sir. Sie wollen den Narren sehen, was? Das ist Paul Rick Haggerty, beraubt von der eigenen Schwester. Na, sie hat fast jeden ausgeraubt. Also, wer ist der Narr? Ich bin nicht sicher, wovon Sie sprechen. Dann wissen Sie wohl als Einziger nicht, dass Catherine mit dem Dieb Victor Rookwood und seiner Bande durchgebrannt ist. Einfach abgehauen. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich mal beklaut. Uns. Aber sie war es eindeutig. Für den Diebstahl eines Familienerbstücks soll sie nach Azkaban kommen, Schwester oder nicht. Was für ein Familienerbstück wurde Ihnen denn gestohlen? Eine Halskette. Sie gehörte der ersten der Haggerty-Frauen. Sie ist hunderte von Jahren alt. So viel Geschichte. Sie wird sie verpfänden. Warum sollte Catherine das Dorf ausrauben? Sie hatte es doch schon verlassen. Sehe ich wie ein Verbrecher aus? Woher soll ich das wissen? Sie hat diesen Ort immer verabscheut, hat es gehasst, hier aufzuwachsen. Vielleicht wollte sie uns demütigen. Sind Sie sicher, dass es Catherine war? Es hätte jeder sein können. Dank dieses Rookwood-Lumpen überrennen uns die Kriminellen. Ich wollte glauben, dass es irgendeiner von ihnen war. Nur nicht Catherine. Aber nur sie konnte wissen, wo das Erbstück versteckt war. Und sie wusste genau, welche Häuser sie ausrauben musste. Ich kann mich nach dem Dieb umschauen. Sie? Unser Eins kann da nichts ausrichten. Das ist eine Aufgabe für Officer Singer oder eine ähnliche Instanz. Außerdem schlägt meine Schwester diese feige Diebin nur nachts zu. Da müssen Sie längst im Bett sein. Was verkaufen Sie hier? Passen Sie lieber auf Ihre Sachen auf. Catherine würde einem noch die Augenbrauen aus dem Gesicht. Ich sollte diesen Diebstahl für Mr. Haggerty untersuchen, wenn es dunkel ist. Wenn es dunkel ist. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. So, mir gerade noch was eingefallen, habe ich vergessen. Danke, Mogwai, für deine Stufe 1 ab und willkommen. Dankeschön. Erster Sub von dir. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Gold. Ich muss hier richtig sein. Der Dieb hat wohl mehr genommen, als er tragen konnte. Revelio. Goldspur. Du machst das einfach toll. Dankeschön.
Oh, danke, Fuchs, für deinen Prime-Sub. Vielen Dank. Für das erste Prime-Sub, was du hier lässt. Mehr Gold. Ich muss in der Nähe sein. Ja, erst verstecken. Oh mein Gott, einer in dem Chat hat einen Phönix gefangen. Da muss ich noch hinkommen. Klebt an Ranrocks Händen. Ich habe ja vergessen, welcher Zauber Depulso war. Descendo. Depulso. Ach, das Wegschleudern. Revelio. Witzig eigentlich, ich habe mir vorher nochmal alle Zauber durchgelesen. Es gibt eine Seite, da kannst du alle in Hogwarts vorkommende Zauber dir angucken. Und welche Befehle dafür sind. Beziehungsweise welche Sprüche dafür gesagt werden müssen. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Übrigens, ohne Gewehr gerade gesehen, dass System Shock wohl im März rauskommt. Also das Remake des ersten Teils. Ich sag ohne Gewehr, weil... das, was ich heute gesehen habe, da stand noch dran, to be announced. Aber angeblich haben sie vor, das im März endlich mal rauszubringen. Sind ja schon lange dran an dem Remaster und wir haben das ja auch schon mal gespielt hier. Und die haben das, ich finde, echt gut umgesetzt. Wobei ich auch am Überlegen bin, im März kommt ja auch The Last of Us Part 1 remastered. Ich habe es da damals auf der PlayStation, also ich habe ja extra eine PlayStation ausgeliehen, um das mal zu spielen. Das Remake damals. Also das erste Remake, was halt ein bisschen besser aussah. Aber für das neue Part 1 haben sie da wirklich nochmal ordentlich die Grafik aufgebohrt. Und jetzt, da ich so ein bisschen super angefixt bin, weil ich dir die Serie auch gucke. Also vom Weg her würde ich sagen, dass es kein Mensch war, der es geklaut hat. Revelio. Kann nicht an der Höhle vorbeigehen. Wingardium Leviosa. Revelio.
hier schon mal. Ach so. Wingardium Leviosa. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Letztes Mal war das ja unterm Boden versteckt. Revere. Deshalb war ich jetzt kurz irritiert, dass man irgendwo hoch muss. Aber ich finde eigentlich die Rätsel sehr gut gemacht. Das ist, also das erinnert mich nicht 100% an Zelda damals. Aber bei Zelda waren die Element-Physik-Rätsel auch echt gut. Und die haben hier einen ganz guten Konsens gefunden. Sowas auch hier zu implementieren. Ich weiß, was das bedeutet. Betriticus Totalus. Mein neuer Rowdy für zu Hause. Revelio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Revelio. Defulso. Accio. Incendio. Glacio. Incendio. Contringo. Defindo. Arresto momento. Revelio. Okay. Leviosa. Repar. Lumos. Das ist einer von den blauen Kristallen drin. Na, die gehen ja überhaupt nicht in der Welt. Bis jetzt habe ich nur nicht ausprobiert, entwaffnen. Und sonst habe ich alle Zauber, die ich zurzeit benutze, also habe. Benutzt. Vielleicht muss man dafür die dunklen Zauber haben, weil es wären die einzigen anderen Zauber, die auch grün wären. Das dunkelgrüne hier, aber die kann ich ja noch nicht. Crucio und Avada Kedavra. Confringo. Arresto momento. Revelio. Na, wie gesagt, muss man mal gucken. Die sahen auch schon mal besser aus. Ja, Moment, ich war hier oben lang gelaufen. Da unten war die Münzenspur. Revelio. Hauptsache, die Spur führt mich durch alle möglichen Lager.
Revelio. Wenn ich nur diesen Flieg und dieses Kind in die Finger kriege. Ich glaube, die Leuchtkäfer oder was das sind, spielen bei dem Rätsel eine Rolle. Die gerade am Eingang oben waren. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das könnte es wirklich sein. Hier Wache zu halten. Guten Abend, Sims. Der Schüler da hat Open freigelassen. Damit kommst du nicht, der Schüler. Ich werde deinen Tod rächen. Komm, trink. Die See hast du in Verteidigung gegen die Dumme. Wie ich sehe, aus den Verteilen der... Revelio. Hallo, hallo, miese Katze. Levioso. Stopp. Will ich haben. Du bist mein Garfield. Ich meine, ich will dich retten. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Lumos. Revelio. Wie man sieht, habe ich genau die richtige Taste wieder gedrückt.
Revelio. Zimtrinde. Es scheint, dass mindestens ein Kobold das Essen in diesem Lager ein wenig fade findet und Zimtrinde in den Eintopf gibt, um ihn aufzupeppen. Mich schon wieder ablenken lassen vom Münzen sammeln. Aber da geht es mit der Spur weiter. Weißt du, was die eigentlich auch versäumt haben? Dass wirklich eine Eule angeflogen kommt und mir meine Post bringt. Eulenpost ist ja einfach sofort da. Ach, weißt du, was das waren? Das waren diese kleinen Maulwürfe. Die haben das alles gestohlen. Ein Mittler. Es war doch nicht Catherine Haggerty. Wo ich gerade sehe, wie das alles hier verteilt ist. Lumos. Revelio. Fange den Dieb. Irgendwo wird er sein. Levioso. Das muss das Erbstück der Haggerty sein. Revelio. Da oben läuft er. Niffler. Verdammte Hacke. Revelio. Ich glaube, das sah auch aus, wenn er unter der Erde ist. Jetzt habe ich dich. Der Irondale Dieb. Deine Machenschaften sind jetzt zu Ende. Wie Mr. Haggerty die Neuigkeit wohl aufnimmt. Seine Schwester war nicht die Diebin und das Erbstück kehrt zurück an seinen Platz. Revelio. Seine Schwester wird sagen, er wird sagen, ja cool. Meine Schwester mag ich trotzdem nicht. Kaleidoskop auf Schmetterling, den du folgen soll, dem bin ich ja gefolgt. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Dein Buch, dein Leben ist ein Buch mit leeren Seiten. Fülle es durch Reisen und Abenteuern. Damit du am Ende Geschichten daraus erzählen kannst. Wenn nach ihr fragt. Gute Neuigkeiten, Mr. Haggerty. Ich habe ihren Dieb entlarvt. Jetzt hören Sie schon auf. Wir alle wissen, es war meine Schwester Catherine. Sir, der Dieb war eigentlich ein Niffler. Wie bitte? Sie wissen schon, klein, pelzig, diebisch. Ich bin ihm zu seinem Versteck gefolgt. Catherine wusste als Einzige, wie man in unsere Häuser kommt und wo die Wertsachen sind. Das ist wohl ein fieser kleiner Mistkerl. Wenn sie das Versteck
des Schneeflers gefunden haben, dann müssen sie auch mein Erbstück haben. Ja, das habe ich tatsächlich. Danke. Sie wissen nicht, wie viel mir das bedeutet. Catherine ist eine Enttäuschung, aber ich wollte nie glauben, dass sie hinter all dem steckt. Nun, dank Ihnen muss ich das auch nicht mehr. Wir leben in einer seltsamen Welt. Ein Niffler wird wohl kaum nach Azkaban geschickt, aber ich habe mein Erbstück zurück. Nifflermann. Von einem radioaktiven Niffler gebissen. Steht er ein für Gerechtigkeit. Und andere komische Sachen. Ich wollte in den Raum der Wünsche. Zum einen, weil wir die Pflanzen anpflanzen müssen. Für die Hausaufgabe. Und wir haben ganz viele Tiere ja eigentlich immer nur. Nicht nur eigentlich, wir haben ganz viele Tiere in unserem Inventar. Wo wir schauen müssen, ob man die vielleicht mal auch freilässt. Ich finde, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. So, das war auch Flussgras. Alle drei Kampfpflanzen beschaffen und gleichzeitig verwenden. Dabei die Frage, boah, jetzt muss ich hier. Wenn ich in dem Raum bin, muss ich einmal kurz hier umbasteln. Tisch und Stühle, ich habe keine Freunde. Verbesserung von der Sammlung. Schöne Couch. Einem Imperator würdig. Das sind kleine Pflanzen im Moment.
Den Fokustrank fürs Donnergebräu. Nochmal hier für den Fokustrank. Da möchte ich gerne nochmal einen großen Kräutertisch machen. Sehr schön. So, jetzt Kleidungsanpassung. So, da ist 86 hinter. Verteidigung, keine Offensive, erhöhter Schaden mit Petrificus Totalus. Die Brille behalte ich sogar, glaube ich. Wobei, nee. Erstmal sind die Abenteuer des Niffelmann. Erhöhter Schaden durch alle schädlichen Zaubersprüche. Ich hoffe, die patchen noch nach, dass du nicht immer wieder eine neue Auswahl machen musst. Also für das Optische, weil es ist wirklich lästig. Gibt es in dem Spiel Dinge, die nervig sind? Bis jetzt eigentlich nicht. Ach, die Brille doch. Die Upgrades lasse ich mal alle so drin, wie sie sind. Moin, neue Channel. Wie gesagt, was ist nervig? Du... Klar, man kann natürlich jetzt den Raum hier als nervig empfinden. Weil hier hätten ein paar mehr, es hätte ein bisschen automatischer laufen können, aber ich finde, eigentlich geht alles richtig schnell von der Hand. Also man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt
irgendwo zwangsweise viel Zeit verschwendet. Klar, man hätte sagen können, warum muss ich denn hier 15 Sekunden auf einen Trank warten oder so? Naja. Warum warte ich im Survival-Spiel darauf, dass, keine Ahnung, meine Sägemühle Holz in Bretter verwandelt? Oh, hallo Butter. Ich muss meine Zauber kurz umändern, damit ich dich striegeln kann. Er hat's geklaut. Revelio. Na, du willst auch gestreichelt werden. Hui. Du hast dich ernsthaft einen Knuddelmuff nach Butter benannt. Ich glaube, Butter weiß das nicht, dass ich das gemacht habe. Ich weiß, ich habe auch ein paar Tiere noch zum Freimachen, freilassen. Oh schon, ich habe die aus Versehen angeschossen. Ich glaube, das Problem ist jetzt an der Stelle, ich darf ja nur 4 unterschiedliche Tierarten haben. Jetzt ist alles gut. Komm her, Einhorn. Baby und Tinas Reiterhof. Ja, ich denke mal schon, dass sich das irgendwann noch erweitert mit dem Tierraum. Ach, du bist so toll. Mein letztes Einhorn ist eins meiner Lieblingsfilme wirklich zu Weihnachten. Der hat sogar eine Maserung. Oder die. Ich habe jetzt nicht aufs Geschlecht geachtet. Ich pass auf dich auf. Ich lass mal die etwas hochwertigere selteneren Tiere eben raus. Ruhig. Ich tu dir nichts. Oh, mein Tierwesen-Inventar ist voll. Zurückkommen. Diese wird mir ja wahrscheinlich Schnurhaare geben gleich. Du kannst auf den Besen gehen, indem du LB hältst hinten und also in diesem Auswahlmenü und da rechts ist der Besen und dann B drücken und auf den Besen steigen. Das habe ich ja zuerst nicht gefunden gehabt, weil ich doof bin. Das ist nämlich im Ausrüstungsmenü.
Oder beziehungsweise in dem Item-Menü drin. Wurde jetzt gerade im Chat gefragt, deshalb habe ich das erwähnt. Wer sich auf YouTube gerade ein bisschen wundert. So, du musst jetzt auch in meiner Tasche leben. Das glaubt Professor Haue nie. Krötenpower! Teenage Mutant, Lilat Kröten. Immer auf der Lauer. Und immer etwas krötiger. Ich bin einer von euch. Seht her, ich habe eine Niffelmaske. Nein, falsche Taste. Oh, wie so häufig bei mir. Jetzt ist alles gut. Na, soll ich deine Warzen schubbern? Richtig. Den Besen zu erreichen dauert auch ein bisschen. Aber du hast eh erstmal nur Stories, also Story-Elemente und Nebenquests in Hogwarts. Deshalb, man muss halt auch nicht so weit weg erstmal. Und schon sind einfach, ich glaube, 15 Minuten wieder vergangen, während ich hier in dem Ding rumhänge. So, wir machen YouTube-Folgen technisch einen Break. Ich warte eben die Minute auf die Alraun, dann gehe ich mich eben kurz auf Toilette und solche Geschichten und im Stream machen wir gleich weiter. Niffelmann out.